So, Hallihallöchen zusammen und recht herzlich willkommen zu einer weiteren Neuheit hier von Spin Master zu DreamWorks Dragons. Wir haben hier den Monstrous Nightmare, den riesenhaften Albtraum, nicht Hakenzahn, wohlgemerkt. Denn ihr seht schon, wir haben es hier mit einer ganz anderen Farbe zu tun. Ja, wie soll man die Farbe beschreiben? Das ist so ein Gelb, leicht ins Grünliche übergehend. Und dann noch mit einem Blau besprüht. Die Punkte auf den Flügelchen sind ebenfalls in Blau gemalt, nicht mit Schwarz wie bei Hakenzahn. Und man hat hier sogar noch die Krallen in einem Olivgrün, in einem Dunkelgrün bemalt. Und nobel, 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 auch das Zähnchen, was hier von unten hochschaut, weiß bemalt. Wahnsinn! Aber es ist natürlich genau dieselbe Form, die auch schon Hakenzahn hat. Ihn gibt es einmal in seiner normalen roten Farbe, dann gibt es ihn noch mit seiner Rennbemalung. Und hier nun einen riesenhaften Albtraum in diesem Gelb-Grün-Blau. So gesehen ist es für mich nicht wirklich eine Neuheit, sondern eher eine Farbheit. Falls man das so sagen will, die neue Farbheit von Spin Master zu DreamWorks Dragons. Okay, lasst uns das Teilchen mal anschauen. Okay, also hier seht ihr das, ne? Das ist die Farbe, die ich meine. Wie schon gesagt, eigentlich gelb, geht aber leicht ins Grünliche über. Dann seht ihr hier dieses weiß bemalte Zähnchen. Die Pupillen haben sie auch hier schön sauber bemalt. Die Oberfläche und die Flügel hat man dieses Mal in diesem Blau besprüht und ihr seht sie auch, ne? Die Punkte auf den Flügeln ebenfalls mit blauen Punkten bemalt. Die Hörner hat man jetzt nicht extra großartig braun oder sonst was gemacht, sondern auch so in diesem Olivgrün, wie ihr es hier an den Krallen seht, ist man hier auch ganz, ganz leicht rübergegangen. Aber ein wirklich sehr, sehr knuffiges Kerlchen. Auch hier, denke ich mal, kann man den Kopf wieder bewegen. Und in dem schönen neuen Outfit, in der tollen neuen Verpackung, Monstrous Nightmare für Kinder ab 4 Jahren, hier ein Bild von Hakenzahn. Aber es gibt ja natürlich mehrere riesenhafte Albträume. Dann hier auf der Seite, wie üblich, das Icon seiner Klasse. Hier haben wir dasselbe. Und auf der Rückseite haben wir hier eine schöne Abbildung von Hakenzahn mit Rotzbacke. Race ready, startbereit und hier noch ein paar Neuheiten, die ihr schon von den anderen Verpackungen her kennt. Ja, knuffiger, kleiner Mini. Was soll man dazu sagen? Hier, das hier war der allererste Hakenzahn, den Spin Master rausgebracht hat. Ne, hier in diesem Orange, im Bauch noch ein bisschen gelb besprüht und hier oben mit einem Dunkelrot oder Rotbraun drüber gegangen und noch die schwarzen Tupfen auf den Flügeln. Soll ich noch dazu sagen, dass auch dieser Drache hier wirklich die ganzen schönen Details immer noch hat. Ihr seht also die Struktur auf den Flügeln, ihr seht hier die einzelnen Flügelrippen, den Flugarm schön gemacht, ne, hier auch seine Krallen, auch die Rückenstacheln in 2 Reihen hier angeordnet. Und nochmal mit Schuppen verziert, also schon schön gemacht. Und wie schon gesagt, erstmals auch dieser Zahn hier in Weiß. Und dann haben wir hier natürlich auch das neuere Modell mit Rennstreifen. Hier Hakenzahn, auch im Bauch ein bisschen gelb gemacht. Dann die Rennstreifen, hier hat man das direkt über den Zahn gemalt. Boah, Spin Master, wie kann man nur? Und die Rennstreifen hier auf den Flügeln und ebenfalls seine schwarzen Tupfen. Also, diese 3 Modelle gibt es bis jetzt. Zumindest ist mir kein weiteres bekannt. Falls ihr da was anderes wisst, falls ihr mehr wisst wie ich, schreibt es mir gerne in die Kommentare. Ja, Leute, auch das war eigentlich nur ganz kurz ein Preview, um euch zu zeigen, dass es das jetzt in den Läden gibt. Wenn ihr es im Laden nicht findet, online kriegt ihr das auf jeden Fall. Ja, ansonsten war es das dazu. Auspacken werde ich die Figur in einem anderen Video irgendwann mal. Ich hoffe, ich komme bald dazu. Jetzt gibt's aber noch mehr Neuheiten in den nächsten Videos. Ja, bleibt mir nur zu sagen, ich wünsche euch viel Spaß beim Sammeln, viel Spaß beim Einkaufen oder besser gesagt, viel Spaß beim Drachenjagen. Ihr seht's ja an meinen Videos, Neuheiten ohne Ende, die ganzen Hersteller knallen uns wirklich zu mit Figuren zu unserer Lieblingsserie. Wahnsinn!
Und falls das bisher die erste Welle dieses Jahr war, dann wartet ab, im März geht spätestens weiter. Also ich bin mal gespannt, ob es überhaupt eine Pause gibt oder ob jetzt nach und nach wirklich immer noch mehr rauskommt. Also es ist schon Wahnsinn, wie DreamWorks Dragons auch im Merchandising-Bereich so dermaßen nach oben geschossen ist. Wahnsinn! Ja, ich gönn's der Serie, sie hat's wirklich verdient. Tolle Figuren, tolle Charaktere, klasse Filme und super Dragons-Fans. Das lese ich jeden Tag aus euren Kommentaren raus. Drum hier wieder ganz, ganz viele Grüße an euch alle. Ich sag ciao, tschüss, bis zum nächsten Video. Euer Rupi.